Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem heutigen Alpha-Forum. Zu Gast haben wir eine Persönlichkeit, die dem Staat und der Kirche in besonders wichtigen und verantwortungsvollen Positionen gedient hat. Dr. Jürgen Schmude, 25 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, davon fast fünf Jahre Bundesminister, zunächst für Bildung und Wissenschaft und zuletzt für Justiz bis 1982. Anschließend waren sie auch im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion, und dann von 1985 bis 2003 äh, waren sie fast 18 Jahre lang quasi an der Spitze oder mit an der Spitze der deutschen Protestanten. Kirche und Staat, Herr Schmude, kann man das in einer Person vereinigen oder muss man da immer etwas auseinanderhalten? Man muss natürlich etwas auseinanderhalten und man muss wissen, was ist das Wichtigere. Ich bin aus der Kirche in die Politik gekommen. Aus der kirchlichen Bindung, Jugendarbeit, CVM und dergleichen, und das war mein Fundament immer. Und in diesem Fundament habe ich weitergearbeitet. Die Politik war eine zusätzliche wichtige, mir auch sehr ernste Beschäftigung, aber beides fällt nicht zusammen. Und wer in der Kirche tätig ist, muss sehen, dass er aus vielen politischen Lagern die Menschen beisammen Darum habe ich mich sehr bemüht. Es gibt so eine Eigengesetzlichkeit des politischen Heißes, äh, wo die Kirche zwar irgendwelche ethischen Maßstäbe setzen kann, aber dann doch in der praktischen Ausführung dann die Politik ihre Verantwortung wahrnehmen muss. Das ist ein ständiges Konfliktfeld, dass einerseits die Kirche natürlich sich aufs Grundsätzliche beschränkt, wenn sie Orientierung gibt, wenn die Maßstäbe setzt, aber dann gesagt kriegt ja, ja, wir loben dich, liebe Kirche, das ist alles sehr richtig. Wir machen es auch und wenn man genau ihnen sieht, stellt man fest, sie machen ganz was anderes. Wird aber die Kirche dann konkret und sagt, so sollt ihr es nicht machen, das entspricht nicht unseren Orientierungen, nicht unseren Wertvorstellungen, den Geboten, dann sagt die Politik, ja nun halt ich da mal raus. Das sind Einzelheiten, um die hast du dich nicht zu kümmern, von denen verstehst du Kirche nichts. Ich glaube, den Konflikt muss man aushalten. Im Allgemeinen ist es richtig, sich auf die Grundsätze zu beschränken. Aber immer wieder ist es nötig, auch zu sagen, was diese Grundsätze bedeuten. Sind Sie denn selber mal so richtig konkret in einen Konflikt geraten? Auf der einen Seite der Christenmensch, auf der anderen Seite der Politiker, der vielleicht Entscheidungen treffen muss, die ihm selber oder Kompromisse schließen muss, die ihm selber vielleicht nicht so ganz behagen. Ich war 1992, 1993 mitbeschäftigt mit dem sogenannten Asylkompromiss, als vor allem die beiden großen Bundestagsparteien, und Fraktionen äh, sich bemüht haben, auch durch eine Änderung des Grundgesetzes eine Möglichkeit zu schaffen, um das Asylrecht effizienter zu gestalten. Das bedeutete natürlich für viele, die bis dahin gekommen waren, die Abweisung. Und das hieß wieder andersherum, dass das, was die Kirche gefordert hat, nämlich nimmt die Bedrängten und Verfolgten so weit wie möglich auf, nicht realisierbar war. Das war ein echter Konflikt. Indem ich auch große Probleme damit hatte, wie wir nun damit umgehen können und was wir machen können. Aber ich sah, es war praktisch nicht durchzuhalten, eine Entwicklung laufen zu lassen, die sich auf eine halbe Million Zuwanderer jährlich unter Berufung auf das Asylgrundrecht zubewegte und die da nicht halt gehalten gemacht hätte. Hat man denn in Deutschland zwischen Staat und Kirche inzwischen zu einem partnerschaftlichen Verhältnis gefunden, das die Dinge so einigermaßen in der Balance hält? Oder müsste man da noch sauberer trennen? Ich denke, es ist eine sehr solide, effiziente Partnerschaft besonderer Art, die die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat und die Unabhängigkeit natürlich des Staates von der Kirche wahrt, die der Kirche einen großen Freiraum gibt, ohne sie übermäßig mit Privilegien zu versorgen die sich bewährt hat. Also dieses Verfahren ist recht gut und wenn nun neue Religionsgemeinschaften kommen und sagen, wir wollen dergleichen auch, dann habe ich nichts dagegen, dann haben die Kirchen nichts dagegen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Wer in gleicher Weise wie unsere beiden großen christlichen Kirchen zum gedeihlichen Zusammenleben der Menschen im Staat, in der Demokratie beiträgt, Wer die Menschen nicht spaltet, sondern zusammenführt, wer sich um die Schwachen und zu kurz gekommenen bemüht und auf diese Weise Hilfe leistet, ja, der kann auch die rechtlichen Möglichkeiten haben, die die Kirchen bei uns haben. Und da fürchte ich, wird manchmal nicht genau genug unterschieden. Da wird mehr blindlings gesagt: Religion ja. ist Religion, gibt ihnen das Recht auch. Gibt es denn konkrete Fälle, in denen die Kirche dem Staat zu viel dreinredet und vorschreiben möchte und umgekehrt gibt es Situationen, in denen der Staat auf die Kirche zu wenig Rücksicht nimmt? Ich glaube, man kann sich im Allgemeinen überhaupt nicht beklagen, aber dass es einzelne Konfliktbereiche und Konfliktfelder gibt, die mal mehr und mal weniger virulent sind, das ist ganz klar. Das hat Anfang der 80er Jahre, als es um die Nachrüstung mit Atomraketen, Mittelstreckenraketen in Deutschland ging, schon zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Bis dahin, dass führende Politiker sagten, wenn die Kirchenleute weiterhin in dieser Weise widersprechen, Widerstand leisten, sogar äh, Opposition organisieren gegen unsere Verteidigungspolitik, dann müssen wir uns unser Verhältnis zur Position der Kirche im Staat nochmal überlegen, ob das wirklich alles so bleiben soll. Das hat aber nicht dazu geführt, dass in diesem Fall die evangelische Kirche äh, sich gefügt hat, sondern äh, dass sie unter anderem äh, bei nächster Gelegenheit einen Mann wie mich zum Präses der EKD Synode gewählt haben der nun den Vertretern der herrschenden Politik damals nicht so sehr angenehm war. Später war das noch ein gutes Verhältnis. Kurz und gut, es gibt Konfliktsituationen und es gibt den normalen Verlauf der guten, aber eben besonderen Partnerschaft. Ist es denn so, dass äh, politisches und kirchliches Engagement zwei Paar Stiefel sind, wo man sich ganz anders verhalten muss als äh, Agierender? Nein, das könnte ich nicht akzeptieren. Denn ich kann mich in der Politik nicht davon freisprechen, dass jemand mich auf mein Christsein anspricht, auf meine Verpflichtung aus dem Glauben. Da kann ich nicht sagen, das ist was für Sonntag oder für die kirchliche ehrenamtliche Tätigkeit. Hier bin ich Politiker und schlage hart zu. Das kann ich nicht. Das muss ich auch nicht. Das habe ich nie gemusst. Und ich kann auf der anderen Seite, und das war dann schon häufiger ein Konfliktfall, im kirchlichen Bereich, wenn wir bestimmte. Entschließungen fassen, wenn wir Denkschriften formulieren, nicht so tun, als hätte ich vom politischen Geschäft keine Ahnung und keine Verantwortung mhm. darin. Es gibt sehr illusorische, unrealistische Forderungen, die gerne aufgestellt werden. Und da muss der Politiker im kirchlichen Ehrenamt sagen, liebe Leute, das funktioniert vorn und hinten nicht, was ihr hier verlangt. Es liest sich nur schön, aber so einen Unsinn sollten wir nicht beschließen. Kurz und gut, die Person bleibt dieselbe, die Erfahrungen müssen zusammengeführt werden. Sie wurden 1936 im ostpreußischen Insterburg geboren und dann von dort vertrieben. Sie haben also selbst erlebt, wie das ist, wenn man aus seiner Heimat vertrieben wird. Wie war das für Sie? Ich war damals Kind, acht, neun, zehn, elf Jahre. Und ich habe hinterher gemerkt, als Kind verträgt man solche Umstellungen, solche Umwälzungen bei aller Verständnislosigkeit für die Dinge, die wirklich vorgehen, noch besser als die Erwachsenen, die schon verwurzelt waren in der damaligen Heimat. Ich habe also die, die Aussiedlung, Vertreibung, alles, das mischte sich bei uns. Ich glaube, ohne größere, längere Probleme mit mir und meinem Verhältnis zur Heimat gut überstanden. Und dann später gemerkt, wie viel schwerer es für diejenigen war, die in der Heimat schon richtig gelebt hatten, die sich dort auskannten, die dort verwurzelt waren. Nur... Es gibt dann neue Heimat. Irgendwann habe ich begriffen, ich wohne seit über 50 Jahren im Rheinland, dass ich dort zu Hause bin, dort meine Heimat habe. Ich habe mir vorgestellt, es kommt jemand und sagt, zurück nach Ostpreußen und wusste, und dann wäre ich ein Heimatvertriebener gewesen. Dann habe ich mehr begriffen von dem Schmerz, den meine Eltern empfunden haben. Ist denn für Sie die Vertreibung der Deutschen aus Gebieten, die heute polnisch oder tschechisch sind, nach 60 Jahren noch ein Unrecht? Es war kein Recht, aber es folgte einem Unrecht und folgte vielen Unrechtshandlungen, die von Deutschland und von Deutschen ausgegangen waren. Und von daher gehört es heute zur Normalität eines friedlichen, gutnachbarschaftlichen nachbarschaftlichen Miteinander. Das habe ich gewollt. Und das Wiederaufrollen der alten Verhältnisse und die Wiederherstellung der alten Konflikte, einschließlich der Feindschaften und der Ängste voreinander, das habe ich nicht gewollt. Und mhm. es war meine große Chance, dass ich in der Politik dazu beitragen konnte, dieses Ziel zu erreichen, das wir heute haben. Warum ist es denn offenbar so schwer, dass sich Deutsche und Polen, Deutsche und Tschechen miteinander versöhnen und einander verzeihen können? Man denkt manchmal, es sei soweit. Und dann gibt es wieder auf beiden Seiten Rückschläge, wenn man die aktuelle Diskussion über Vertreibung und Versöhnung betrachtet. Die Versöhnung setzt voraus, dass man sich der Vergangenheit stellt, auch der eigenen Rolle und der Rolle der Eltern und Großeltern in dieser Vergangenheit, und das mit aller Deutlichkeit und Objektivität. Das ist, glaube ich, in Deutschland sehr vorbildlich gemacht worden mit großem Ernst und großer Gründlichkeit. Andere Länder stehen uns darin nach nicht die Polen, die haben in erheblichem Umfang sich auch mit ihren eigenen Problemen, ihren eigenen Verfehlungen befasst und so ist die Verständigung mit ihnen sehr viel leichter und ist in ganz erfreulicherweise immer wieder gelungen. In der tschechischen Republik verweigert man sich der Kenntnis von historischen Tatsachen, der Kenntnis von Verhältnissen, wie sie tatsächlich geherrscht haben und das erschwert das Zusammenkommen. Im ganzen gesehen können wir aber mit dem Fortschritt an Verständigung und Versöhnung hoch zufrieden sein. Rückschläge bestätigen nur, dass wir auf der richtigen Strecke sind. Und da gibt es dann mal Spannungen. Wenn man Ihre Biografie liest, dann muss, man, muss wohl einer Ihrer Gründe für Ihr politisches Engagement dieser Wille zur Verständigung mit den äh, Ländern Osteuropas und auch mit dem anderen Teil Deutschlands gewesen sein. Das war damals ja äh, diese Verständigung mit dem Osten in der Adenauer-Ära, als Sie in die Politik gegangen sind, nicht so besonders populär. Das ist richtig. Andererseits wurde Adenauers Politik der Versprechungen, Versprechung der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit, Versprechung der Wiedergewinnung der deutschen Ostgebiete, Versprechungen an die Heimatvertriebenen, sie wurde immer unpopulärer, zumal bei jungen Menschen. Ich selbst habe lange geglaubt, ich käbe zurück und habe mir meine Zukunft im Osten ausgemalt, als junge Kind, mhm. Junge, und habe dann gemerkt, es ist nicht wahr. Er kann es auch gar nicht so glauben. Das führte dann zu politischem Engagement, das führte zum Engagement in der Kirche und zu dem Entschluss, wir schaffen neue Verhältnisse. Ein Zurück in die Vergangenheit gibt es nicht, eine Vergangenheit mit diesem, dieser Feindschaft, dieser Angst voreinander, diesem Blutvergießen soll es auch gar nicht mehr geben. Später haben halt gerade die Kirchen die aussöhnung mit Polen stark vorangetrieben mit ihren Denkschriften, bereits 1965 etwa die Ostdenkschrift der EKD. Wie wichtig, glauben Sie, war das für die Entwicklung in Europa, diese Denkschriften der damaligen Zeit? Man soll kirchliche Erklärungen nicht zu hoch hängen und überschätzen, aber diese Ostdenkschrift vom Oktober 1965 war wahrscheinlich wirklich ein prophetisches Wort im kirchlichen Sinne gesprochen und auch ein wichtiger Anstoß für einen politischen Durchbruch. Weil zum ersten Mal mit großem Nachdruck eine Position vertreten wurde, vor der Politiker zurückscheuten. Sie hatten sie oft innerlich, aber äußerlich und in ihren Erklärungen vertraten sie ganz andere Dinge. Es fielen die Wahrheiten auseinander, die man in der Politik glaubte und die man auszusprechen wagte. An dieser Stelle war die Denkschrift der EKD, die Ostdenkschrift, ein Lösendes Wort hat unheimlich viel Feindschaft und Auseinandersetzung und Ablehnung und auch ein bisschen Rachsucht bei vielen Betroffenen, die sich um ihre Illusionen getäuscht waren, ausgelöst. Aber es hat meines Erachtens dazu beigetragen, dass sich dann auch Parteien wie die SPD und die FDP durchgerungen haben, einen neuen Anfang zu wagen. Im Endergebnis fand ich es als, empfand ich es als sehr erfreulich, dass auch Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahr 1990 den Kirchen für ihre wahnbrechenden Schritte zur Versöhnung mit dem Osten ausdrücklich gedankt haben. Das hatte man 20 Jahre vorher so nirgendwo aus diesem politischen Bereich gehört. Welche Wahrheiten waren das denn, äh, die Sie damals ausgesprochen haben und die so Aufsehen erregt haben und Widerspruch gefunden, aber auf der anderen Seite auch den Durchbruch eingeleitet haben? Ja, viele haben ja die Ostdenkschrift verstanden als ein Plädoyer für den Verzicht auf die deutschen Ostgebiete. Das war wörtlich dort nicht drin und es war eigentlich, so sagten die Verfasser, auch inhaltlich in dieser äh, Massivität gar nicht gesagt. Es wurden nur Tatsachen entwickelt, es wurde nur darauf hingewiesen, dass andere dort ihre Heimat gefunden haben und das nach einer Entwicklung, die sie sich nicht ausgesucht hatten. Die Polen sind mit diesem Krieg von Deutschland überzogen worden. Sie haben einen sehr großen Teil ihres Staatsgebietes in der Kooperation zwischen Deutschland und der Sowjetunion an die Sowjetunion verloren und wurden daraus vertrieben. Sie sind in 18 Tagen niedergekämpft worden, 1939, und haben 18 Prozent ihrer Bevölkerung durch diese Besatzung, und das heißt durch die Morde der Besatzung verloren. Und nun haben sie dort eine neue Heimat gefunden. Das alles hat man sehr deutlich entwickelt, hat es den Menschen vorgestellt und hat schließlich gesagt, die Versöhnung muss Vorrang haben vor alten Rechtsansprüchen, die nicht mehr zu verwirklichen sind. Haben Sie vor 20 Jahren wirklich daran geglaubt, dass der kommunistische Herrschaftsbereich in Osteuropa zusammenbricht und die beiden Teile Deutschlands wiedervereinigt werden? Es war absehbar, dass Sie dort im Osten so nicht weitermachen könnten. Wer sich mit den Fragen beschäftigt, die etwa in der DDR damals behandelt wurden, mit der Verfahrensweise, der wusste, das läuft nicht. Aber unsere Vorstellung und auch meine war, das läuft noch lange. Es wird sich langsam auflösen. Sie werden langsam einen Übergang finden und wir werden noch lange mit der Teilung leben können, aber wir werden sie mehr und mehr als eine leichtere Teilung empfinden können. Daran zu arbeiten, war aus meiner Sicht eine realistische Politik. Auf den großen Zusammenbruch zu warten und ihn gar zu betreiben, schien mir unrealistisch. Aber so geht es im Leben oft. Dass man einen in einer schweren Last mühsam drückt und meint, man müsste noch, wer weiß wie lange, Sisyphus oder ähnliche Arbeiten an ihr leisten. Und plötzlich rollt sie davon und der Durchbruch ist geschafft. Sie wissen wahrscheinlich damit leben, dass in allen Archiven der Medien über ihre Person dokumentiert ist: ihre Rede von 1985, in der sie von der Möglichkeit zweier offener demokratischer Staaten gesprochen haben und die nebeneinander existieren sollen. Und Sie haben damals sogar gemeint, man müsste das Grundgesetz mit dem Gebot der, Wieder, dem Gebot der Wiedervereinigung äh, modifizieren. Ähm, wie kamen Sie zu dieser Auffassung und wie würden Sie sie heute beurteilen? Das Zweite zuerst. Ich würde eine solche Rede nicht ein zweites Mal halten. Sie lud zu Missverständnissen geradezu ein. Und es ist wahrscheinlich auch ein falscher Ansatz gewesen, sich an einer so wichtigen... Symbolträchtigen Formulierung wie der der Präambel des Grundgesetzes zu versuchen. An den Absichten, die ich damals habe, nehme ich nichts zurück, denn da ging es darum, Bewegung in die deutsch-deutschen Verhältnisse zu bringen. Es ging darin darum, die DDR aufzufordern, sie möge innere Verhältnisse wie Österreich herstellen, demokratische Verhältnisse mit offenen Grenzen und freiem Austausch der Menschen, Gedanken und so weiter, dann werde man darüber reden können, ob es wirklich eine Wiedervereinigung sein müsse, die die beiden deutschen Staaten zusammenführt, oder ob es andere Formen des Miteinanders gibt. Aber erst dann in der DDR hat, dieser, hat diese Rede äh, keine Begeisterung ausgelöst, weil sie sich in ihrer Existenz mhm. äh, gefährdet sahen, wenn solche äh, Pläne wirklich verfolgt werden würden. In der Bundesrepublik hat man sich an einigen Formulierungen dieser Rede gewaltig ereifert. Andere Formulierungen, etwa die Betonung des Fortbestandes der deutschen Nation und der einheitlichen deutschen Staatsangehörigkeit, die direkt daneben stehen, nicht weiter äh, aufgenommen. Aber so ist es halt. Und so stand Teil. ich dann da als jemand, der einen Fehler gemacht hat, sich nämlich so auszudrücken, dass andere das instrumentalisieren können. Und der auch, glaube ich, nicht den richtigen Weg gefunden hat, um einen, eine an sich vernünftige Idee äh, zu propagieren. Und darauf zu verweisen, dass auch Franz Josef Strauß, dass auch andere eine solche Zweistaatlichkeit, wenn denn nur Freiheit herrscht, in Betracht gezogen hatten, half mir wenig. Sie hatten ja schon sehr früh äh, Kontakt aufgenommen, in Berührung äh, mit dem anderen Teil Deutschlands damals. Sie sind mit dem äh, CVJM, dem Christlichen Verein junger Männer, äh, ab und zu mal äh, nach Ostberlin gefahren haben dort auch ihre Frau kennengelernt und haben äh, dann äh, sogar erreicht, dass ihre, äh, dass diese Frau nach Deutschland kommen konnte. Ähm, was war, hat sie da äh, so früh angetrieben, diese diese Beziehung aufzunehmen? Was hat sie daran interessiert? Es gab in der Evangelischen Kirche ein System, mit dem man jede Gemeinde in Ostdeutschland in der DDR durch eine Partnerschaft oder Partnerschaft mit einer westdeutschen Gemeinde verbunden hat. Und so gab es dann aus meiner eigenen Kirchengemeinde mindestens jährlich, später dann häufiger, Reisen in den Osten. Zunächst nur nach Ostberlin, weil man in die DDR nicht einreisen konnte. Und die DDR-Partner kamen ebenfalls nach Ostberlin, um Kontakt zu halten, um sich auszutauschen, um Hilfe zu gewähren. Und die Hilfen waren vielfältig und massiv. Das hat hervorragend funktioniert, lange gehalten und ab und zu wurde sogar eine Ehe daraus, wie bei mir. Bis meine Frau ausreisen durfte, hat es aber unendlich lange gedauert. Es war eine quälende Geschichte, die sehr unsicher war und sehr belastend. Ist bei der Wiedervereinigung Deutschlands dann etwas von dem verwirklicht worden, was sich ein gesamtdeutsch denkender Politiker erträumt hat? Es galt auch von dem einen oder anderen Traum Abschied zu nehmen. Die Frage war immer, wenn doch so vieles aus dem Westen in den Osten übernommen werden muss, wenn sich die Menschen in den östlichen Bundesländern in so vielen Dingen gesetzlich und sonst wirtschaftlich dem Westen anzupassen haben, was ist denn vom Osten aus Wertvolles, was in den Westen übernommen werden kann, was für ganz Deutschland brauchbar ist? Und da haben wir dann eine Weile gesucht und diskutiert und gefragt, bitte was habt ihr anzubieten, was meint ihr sollte man machen? Und es zeigte sich, die ganz besonderen Verhältnisse des massiven Drucks der östlichen Diktatur und vollständigen Abhängigkeit von der Sowjetunion hatten so viel Vergleichbares nicht entstehen lassen. Und wo man das eine oder andere entdeckt zu haben meinte und propagierte es, waren es die Menschen aus dem Osten, die sagten, weg mit dem Quatsch, das wollen wir nicht. Bis dahin, dass sie zur allgemeinen Verblüffung, Überraschung und auch Enttäuschung mehrheitlich die CDU wählten und nicht etwa die SPD, die gemeint hatte, das müsse doch ihr Feld sein, das sich da neu auftut. Kurz und gut, es war ein gemeinsamer Wille, dass es bei diesem Grundgesetz geblieben ist und dass in den allermeisten Fragen die Bundesrepublik Deutschland West prägend für das ganze Neue Deutschland gewesen ist. Die Kirchen haben eine große Rolle gespielt bei den Umwälzungen in der damaligen DDR, vor allem die evangelische Kirche. Ähm aber davon ist jetzt nichts an Anhänglichkeit geblieben gegenüber den Kirchen in, in, in den östlichen Bundesländern. Die Rolle war wichtig und sie war auch kirchengemäß, wiewohl nicht wenige SED-Funktionäre gefragt haben, was hat die Kirche eigentlich mit diesen ganzen Bürgerrechtsgruppen zu tun? Das sind doch gar keine Kirchenleute. Wieso dürfen die bei euch tagen und Sitzungen ja. haben? Wieso schützt ihr die? Die Kirche hat letztlich dazu beigetragen, erstens äh, Themen, anzusprechen auf ihren Synoden, die enorm wichtig sind für Menschenrechte, Bürgerrechte, ja bis hin zu für demokratische Grundsätze. Zweitens Menschen zu ermutigen, diese Themen zu verfolgen und sich ihnen ihrer anzunehmen und sie gleichermaßen zu fordern. Und drittens: Sie hat für einen friedlichen Übergang äh, gesorgt. Sie hat geholfen, dass nicht äh, der, der Überschwank auch in Gewalt sich umsetzte, denn das hätte sehr leicht schief gehen können. Die Sicherheitsorgane der DDR waren hochbewaffnet und wer um sein Leben fürchten muss, etwa in der Funktionärselite, hätte auch die entsprechenden Befehle gegeben. Nein, keine Gewalt. Kirche überall, vorne und hinten bei der Demonstration. Eröffnungsandacht und Begleitung durch Pfarrer an der Spitze. Das alles hat auch Vertrauen geschaffen bei denen, die ihre Macht abzugeben hatten. Vertrauen, dass es so schlimm schon nicht werden wird. Kurz, wir haben eine Wiedervereinigung in kürzester Zeit ohne ein einziges Blutvergießen bekommen. Das ist eine Lösung, von der eigentlich so niemand träumen konnte. Wir haben sie aber bekommen. Nach der Wiedervereinigung waren Sie als Präses der EKD-Synode daran beteiligt, dass die beiden Kirchen, die Kirchen in, in östlichen Bundesländern und die hier miteinander vereinigt wurden in die eine EKD, Gibt es da jetzt schon die eine äh, evangelische Kirche in Deutschland oder gibt es da immer noch so eine äh, spürbare, äh, irgendwo verlaufende Grenze? Anfangs äh, war es schon so, dass von dieser Grenze noch etwas zu merken war, obwohl wir schon lange vorher engste Kontakte miteinander gehabt hatten. Meine Möglichkeiten, die, äh, das Leben in der DDR kennenzulernen, Freunde zu besuchen, waren ja nicht nur die Kirchenbesuche sondern Gemeindebesuche, sondern später auch auf Leitungsebene die Kontakte zwischen dem Bund der evangelischen Kirchen in der DDR und der evangelischen Kirche in Deutschland. Wir kannten uns, wir wussten, was wir voneinander zu halten hatten. Und als wir dann nach der Öffnung der Mauer und bei der Wiedervereinigung miteinander zu arbeiten hatten, saßen alte Bekannte am Tisch, die einander auch vertrauten. Gleichwohl blieb es, gab es ab und zu noch die östlichen Akzente und die westliche, das westliche Unverständnis. Das hat für manche Bitterkeit gesorgt. Aber wir hatten es viel leichter als andere zusammenzufinden. Und man sah das in unserer Synode, als dann Ost- und Westsynodale beieinander hockten. Da bildeten sich die Grüppchen und Linien, die wir im Westen oder drüben im Osten auch hatten, aber nicht Ost-West. Sie kommen aus einem politischen Kreis, der sehr stark protestantisch geprägt gewesen ist, mit Gustav Heinemann, Johannes Rau und Erhard Eppler und der dann gemeinsam in der SPD eine parteipolitische Heimat gefunden hat. Haben Sie sich denn in dieser Partei mit Ihrer großen Arbeitertradition gleich zu Hause gefühlt? Sie als promovierter Jurist, der im Christlichen Verein junger Männer groß geworden ist? Ich wollte eigentlich in die gesamtdeutsche Volkspartei Gustav Heinemanns eintreten. 1957, als ich 21, damals Volljährigkeitsalter geworden war. Und da konnte man nicht mehr eintreten. Sie hatten gerade sich entschlossen, der SPD beizutreten. Das äh, erforderte mal mir noch die Überwindung gewisser Hindernisse, denn mit der hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Wie wohl mir auch mein Verstand hätte sagen müssen, mit dieser kleinen Partei Gustav Heinemann, es wird nie was werden. Später dann aber oder auch gar nicht lange, ich brauchte nur ein paar Monate. Dann war ich Mitglied der SPD, fühlte mich darin überhaupt zunächst mal gar nicht wohl, musste von Johannes Rau, damals ganz junger Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalens, ermahnt werden, die Dinge realistisch zu sehen und mich entsprechend zu verhalten, damit ich auch drin blieb, denn ich war zu ihm hingegangen, um zu fragen, ob das überhaupt Sinn hat. Und kurz und gut, alles weitere hat sich ergeben. Es lag mir vieles sehr nahe, dass sich eine SPD ja wie damals um friedensfragen in einem sinne kümmert den ich für richtig hielt dass sie sich um die schwachen zu kurz gekommenen immer wieder kümmert wovon ich glaube dass das christenpflicht ist da ist also vieles drin was mir nahe liegt und was mir leicht viel zu unterstützen in anderen fragen gibt es dann wieder distanz und gibt es auseinandersetzungen so ist das und wie ist ihr verhältnis zur spd heute äh, eng und ungetrübt und was meine Situation als politischen Menschen eher betrüben könnte, sind die Schwierigkeiten, die diese Partei ab und zu hat, mit sich hat und mit anderen hat. Aber es ist nicht so, dass ich da auf Distanz gegangen wäre. Ich habe zu viele Emeriti, zu viele Ältere, die sich zurückgezogen haben, erlebt, die es dann später so schrecklich viel besser wussten als in ihrer aktiven Zeit und plötzlich entdeckten, dass die Partei doch so unzulänglich... Und so, was weiß ich, sei, das habe ich niemals gerne übernehmen wollen. Sie sind auch Sprecher eines Freundeskreises des Herbert-Wehner-Werkes. Das ist ein Bildungswerk im Sinne Herbert Wehners. Ja, ähm, mit, Sitz äh, in in, mit Sitz in Dresden. Mit Sitz in Dresden. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Herbert Wehner? Mit Herbert Wehner habe ich ja, ja die ganze Zeit, ab 1969, politisch zusammengelebt, zunächst aus der Distanz des Abgeordneten zu dem großen Fraktionsvorsitzenden, dann aber sehr bald in einer engeren Beziehung des Vertrauens bis hin zu einer Freundschaft, die mit Herbert Wehners Witwe Greta Wehner bis heute anhält. Insofern habe ich ihn nicht nur sehr geschätzt, sondern auch recht gut kennengelernt. Und die Überzeugung gewonnen, es ist viel an vorbildlichem Verhalten und vorbildlicher Überzeugung bei ihm gewesen, was man weitergeben müsste. Deshalb die Bemühungen etwa um dieses Herbert-Wehner Bildungswerk in Dresden. Seine zeitgeschichtliche, <laughs> seine zeitgeschichtliche Rolle äh, während äh, seines Aufenthalts in äh, äh, <laughs> Russland äh, und auch äh, später ist ja auch in einer heftigen Diskussion. Wie würden Sie das heute aus Erkenntnis von Herbert Wehner beurteilen? Wie, welchen Weg hat er da genommen? Also, dass Herbert Wehner auf einem Irrweg war mit seiner, seiner, seiner kommunistischen Aktivität und dass er in dieser Situation auch Dinge getan hat, die man weder damals noch heute billigen kann hat glaube ich er selbst deutlich genug gemacht, wenn er auch nicht sehr in die Details gegangen ist mhm. dabei. Was dann aber zusätzlich von einigen Autoren aus unterschiedlichen Motiven aufgebaut worden ist, als sei er sozusagen der Oberteufel der stalinistischen Verfolgung von Immigranten in Moskau in den 30er Jahren gewesen, dies hält einer genauen Überprüfung nicht stand viel rabulistik viel wortgetöse war da aber echter verrat und denunziation das kann man bei näherer nachprüfung feststellen das hat es so nicht gegeben also wener war kein engel und kein vorbildlicher politiker damals wahrlich nicht was er aber vorbildlich gemacht hat war sich lösen von diesem system sich lösen und unter großen Kämpfen, so sehr er diesem System verfallen war, den Gegenweg einzuschlagen, die Demokratie mit aufzubauen, enormes ja unendlich viel zu leisten für den Aufbau der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, er war auf diesem Wege, als andere noch bis 1989-90 den Kommunisten nachliefen, von denen manche heute die Oberrichter über ihn sein wollen. Ob man in der Kirche oder in der, oder in der Politik, sie gelten immer so als typisch deutscher Protestant mit Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein, dem Willen zum Ausgleich der Interessen. Und auch rein äußerlich sind sie ja nicht der barocke ähm, Typ eines, <laughs> eines Katholiken. Gibt es diese typisch protestantischen Tugenden, so eine spezielle protestantische Ethik? Ich tue mich schwer damit, dergleichen zu formulieren und gar noch mir diese feine Jacke umzuziehen. Ich beneide die Katholiken nicht selten um ihrer Fähigkeit, das blühende Leben mit dem Verhalten oder mit dem Leben eines Gläubigen zu verbinden und manche Dinge leichter und praktischer anzugehen und ja, eben die sauertöpfische Art, die manchen Protestanten und sicherlich auch mir Durchaus zu eigen ist, von gar nicht erst an sich herankommen zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vor Protestanten manche Freiheit, die Katholiken so nicht haben. Und das wird immer dann besonders deutlich, wenn es im katholischen Bereich Konflikte gibt. Konflikte zwischen Laienorganisationen mhm. und einem Bischof wie in Regensburg oder vieles andere mehr. Kurz und gut, wir tun beide unsere Aufgaben als Christen, die Katholiken und die Protestanten. Und das äußere Erscheinungsbild mag ein wenig anders sein. Ich glaube, die Grundlage ist die gleiche. Wenn man einmal auf diese riesige Publicity sieht, die die katholische Kirche mit ihrem Papst hat, werden sie da manchmal ein wenig neidisch? Oder wie schafft es die evangelische Kirche dann da noch attraktiv zu bleiben und im Gespräch zu bleiben? Die Versuchung zum Neid ist da, aber es fällt mir leicht, ihr nicht nachzugeben. Denn natürlich ist die Kehrseite dieser großen Verehrung, die dem Papst und seinem Amt entgegengebracht wird, auch die, äh, ja, der notwendige Gehorsam dem gegenüber, was aus dieser Quelle der Traditionsweitergabe und der Richtlinien für die Gläubigen folgt. Das eine die große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hätte ich schon gern das andere auf gar keinen Fall und so heißt es denn mit dem zu leben, was man hat und das ist nicht schlecht, sieht man die deutschen evangelischen Kirchentage an, sieht man das Wirken mancher wichtiger Repräsentanten des Protestantismus an, ob das nun Bischof Huber ist oder äh, Bischöfin Kissmann oder Bischof Landesbischof Friedrich hier in Bayern, ja, dann gibt es da auch sehr viel Profil, protestantisches Profil, was sich gut sehen lassen kann. Ja, wie viel Profil brauchen denn die beiden großen Kirchen? Ist die evangelische Kirche besonders darauf angewiesen, ihr Profil noch weiter zu schärfen? Kirchen sind immer darauf angewiesen, dass man sie als solche erkennt, dass man sie wahrnimmt, nicht als eine Begleiterscheinung des gesellschaftlichen und politischen Lebens, sondern als Kraft der Verkündigung des Evangeliums, die auch Ärgerlich wirkt, Anstoß erregt und zur Umkehr ruft. Das klingt alles so leicht dahergesprochen, ist aber in der praktischen Konsequenz oft höchst unwillkommen. Und dieses unwillkommene Profil muss immer auch dabei sein, wenn Kirche sich öffentlich äußert. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Kirchen auch äh, gegenseitig äh, ihr Profil aneinander schärfen, dass sie sich voneinander abheben, dass sie äh, erkennbar bleiben. Ja und nein, es gibt Gelegenheiten für beides: die Gelegenheit für gute Zusammenarbeit, evangelisch-katholisch, die haben wir oft genug genutzt und tun das zurzeit auch, wenn das nicht immer so ganz öffentlich bekannt wird. Da wird es auch wieder Ergebnisse geben in Form von gemeinsamen Worten wie in der Vergangenheit. Und es gibt auf der örtlichen und äh, regionalen Ebene hervorragende ökumenische Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten. Aber wenn es dann Anlass zu Konfliktdiskussionen gibt, sei es, dass Konflikte in der katholischen Kirche sind, die uns sagen, gut, dass wir nicht katholisch sind, sei es, dass Katholiken sagen, was, was habt ihr denn nun schon wieder verkündet, ihr Evangelien, das ist doch beim besten Willen nicht hinzunehmen, ja, dann zeigt man, äh, erstens prüft man sich und sagt, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg, und zweitens, dann zeigt man auch sein Gesicht und sagt, ja, das ist unsere Auffassung, da bleiben wir bei. Und wenn Sie es auf das Verhältnis zwischen Christen und anderen Religionen sehen, da scheint es ja plötzlich so zu sein, dass kein gemeinsames friedliches Zusammenleben möglich ist, zum Beispiel zwischen Christen und Muslimen. Was ist da im Gange? Es muss möglich sein. Und Muslime, die seit langem in Deutschland leben und hier alle Freiheiten und Möglichkeiten äh, genießen, um ihren Glauben zu entfalten, um in völliger Religionsfreiheit hier zu leben, wie nirgends sonst auf der Welt, wo etwa muslimische Mehrheiten ein Land regieren, die müssen in ihrem eigenen Interesse akzeptieren und, und auch Konsequenzen daraus ziehen, dass es gilt, diese Ordnung nicht nur verbal zu akzeptieren, sondern sie auch zu erhalten. Sehr viele Muslime tun das. Sie sind vielleicht nicht besonders stark in den Organisationen der Muslime, wo man noch große Probleme damit hat zu Übereinstimmungen zu kommen. Aber auch da gibt es Kontakte, vielfältige Kontakte von Gemeindeebene bis zur EKD. Bischof Huber hat letztens ein Gespräch mit Spitzenvertretern der muslimischen Organisationen in Berlin geführt. Kurz und gut, wir arbeiten dran. Leicht ist es nicht. Dann kann man denn Integration erzwingen? Integration kann man nicht durch Anordnungen erzwingen. Aber Integration ist unerlässlich wenn es friedlich und vor allen Dingen gedeihlich für die Zuwanderer zu gehen soll, denn sie sind die Schwächeren. Wenn sie die Chancen dieser Gesellschaft verwerfen, dann tun sie das auch für ihre Kinder und schaffen auf diese Weise eine Situation, in der benachteiligte Arbeitslose und Arme entstehen aus ihren Familien. Ich weiß, dass die meisten Muslime das nicht wollen. Die lassen ihre Kinder so weit wie möglich tüchtig lernen. Auch die Mädchen geben denen alle Rechte und Chancen. Aber einige ziehen sich da zurück. Kurz, wir haben da noch viel zu tun. Aber ich, ich bin da nicht pessimistisch. Ein anderes politisches Feld, auf dem sich die Kirchen immer wieder zu Wort melden, das sind all diese Fragen, die mit Bioethik zu tun haben. Zum Beispiel mit dem Beginn und dem Ende des Lebens. Gibt es ein Recht darauf? Über sein eigenes Sterben zu bestimmen. Man sollte vielleicht äh, unterscheiden, was man billigt und was man sogar mit Rechten versieht und was man hinzunehmen bereit ist. Zum Glück haben wir in Deutschland seit 1870 nicht mehr die Strafbarkeit der Selbsttötung, sodass der, der es nicht schafft, dann anschließend auch noch bestraft wird für seinen versuchten sogenannten Selbstmord. In dieser besonderen Situationen, in der ein Mensch sich das antut, ist es angemessen, das hinzunehmen. Eine ganz andere Frage ist, ob man ihm auch das Recht gibt, etwa die, die Tötung auf Verlangen, also zu fördern, dass andere seinem Leben ein Ende setzen, so wie das in den Niederlanden mit sehr durchmischter Praxis und zweifelhaften Ergebnissen der Fall ist. Da bin ich außerordentlich zurückhaltend, die Kirchen sind es auch. Bei dem Verbot dieser Tötung auch verlangen soll es bleiben. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Zwischenformen, die gleichermaßen sich fragen müssen, wird da nun noch eine Selbsttötung hingenommen oder sind nicht ganz andere Dinge im Gange, wenn etwa Organisationen aus der Schweiz kommen hm. und bieten hier das Gift an? Heute wird auch schon eine genetische Auswahl von Menschen getroffen, zum Beispiel aufgrund der Diagnostik vor der Geburt. Ist das mit dem Gesetz und den Gedanken, die der Gesetzgeber einmal hatte, vereinbar? Es haben sich in der Tat durch die äh, medizinische Entwicklung Möglichkeiten eröffnet, die einer sehr genauen äh, Betrachtung und Überprüfung bedürfen und auch manchen Vetos, manchen Einspruchs bedürfen. Es kann nicht sein, dass äh, Dinge, die wir bei der Zucht von Nutztieren inzwischen akzeptiert haben und seit langem praktizieren, dass solche Grundsätze und Praktiken nun auch auf den menschlichen Bereich übertragen werden. Aber es hat auch wenig Aussicht, wenn Kirchen verlangen, dass äh, etwa jeglicher Schwangerschaftsabbruch unterbunden wird, auch strafrechtlich unterbunden wird, weil Eltern verpflichtet seien, auch ein schwerstkrankes Kind zur Welt zu bringen, bei dem das schon frühzeitig bekannt ist. Da kann man ihnen nur gut zureden und fragen, ob sie diesem Leben nicht eine Chance geben wollen. Aber hier fallen diejenigen Möglichkeiten, die der Gesetzgeber hat und nutzen soll und die die Kirche hat, auseinander. Als Sie damals als evangelischer Christ in die SPD gegangen sind, da war für Sie wahrscheinlich auch der Begriff soziale Gerechtigkeit, der in der SPD eine große Rolle gespielt hat, wichtig. Äh, inzwischen äh, hat man den Eindruck, dass äh, soziale Gerechtigkeit weiter entfernt ist als je zuvor. Muss man die abschreiben? Überhaupt nicht. Soziale Gerechtigkeit ist das Leitthema für die politische Arbeit der SPD bis heute. Man muss nur erkennen, die Umstände haben sich geändert. Als damals ich in die SPD eingetreten war, bin, waren wir von dem heutigen Lebensstandard, aber auch von den heutigen sozialen Sicherheiten und Freiheiten weltenweit entfernt. Es hat sich enorm viel verbessert. Es hat zugleich sich eine Entwicklung ergeben, in der wir an die Grenzen bestimmter Leistungsfähigkeiten geraten sind. Und nun kann man nicht kurzerhand auf einer Strecke weiterfahren, von, von der man sieht, sie endet hier. Es muss eine Kurve gefahren werden, es muss eine Anpassung erfolgen. Also soziale Gerechtigkeit ja, aber unter den Umständen, die gerade da sind. Gerade ein evangelischer Christ hat ein besonderes Verhältnis zur Bibel. Gibt es da drin ein Wort, das Sie ein Leben lang fasziniert, provoziert und vielleicht auch begleitet hat? Ja, es gibt mehrere und die erwähne ich auch gerne. Aber wenn Sie mich jetzt nicht danach gefragt hätten, würde ich sie sogar auf der Stelle nennen können. Jetzt möchte ich davon lieber absehen. Und wenn jemand behauptet, ähm, die Bibel... Und die Worte, die sagen mir gar nichts. An einen solchen Jesus, an einen solchen Gott, wie er in der Bibel steht, kann ich nicht glauben. Was sagen Sie ihm? Ich würde ihm sagen, guck doch noch mal rein. Es geht nicht um die Einzelheiten. Es geht nicht um die einzelnen Schilderungen von Vorgänge. Es geht um den Geist, der in dieser Schrift zu spüren ist. Es geht um die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Und das heißt, um das... Bewusstsein der Menschen, ich bin nicht wertlos, ich bin angenommen, ich bin nicht verloren und ich stehe nicht vor dem Tod als einer Finsternis, die unwiderruflich ist. Guckt doch mal rein, ob es dir nicht imponiert, dass es dort heißt, kümmert euch um eure Nächsten, gebt die Liebe, die ihr von Gott empfangt, an andere weiter. Ob das nicht Prinzipien sind und Verfahrensweisen, die du auch ganz gerne für dich hättest und vielleicht sogar schon praktizierst. Ja, vielleicht überzeugt das. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Schmude, für dieses Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch bei Ihnen für das Interesse an dieser Sendung, dass Sie bei uns waren und auf Wiedersehen.